So, meine Lieben, wir kochen heute mal wieder. Wir kochen heute. Wir kochen. Wir kochen. Und zwar eine Brokkoli-Cremesuppe. Das ist relativ einfach. Ich weiß nicht, wie andere Leute ihre Brokkoli-Cremesuppe machen. Ich mache sie jedenfalls so, wie ich sie euch jetzt zeige. Und zwar benötigen wir dafür einmal ein Gemüsepack, das seht ihr jetzt. Dann benötigen wir eine Kartoffel, die seht ihr jetzt. Dann benötigen wir Zwiebeln, die seht ihr jetzt. Und wir benötigen Brokkoli, die seht ihr jetzt. Und den seht ihr jetzt. Wir fangen aber mal an mit dem Gemüsepack, wo wir heute die Karotten nicht brauchen. Vom Gemüsepack nehmen wir nur das hier und das hier. Die Karotten brauchen wir heute nicht. So, wir fangen mit dem Sellerie an, den wir in feine Würfel schneiden, nachdem wir ihn von dem ekligen Rand befreit haben. Schneiden wir ihn in feine Würfel. Komm her. Die wir nachher in der Pfanne. Boah, das Messer ist scharf. Ich muss aufpassen, was ich tue. Die wir uns nachher in der Pfanne anschwitzen, wie es so schön heißt. So, ich habe natürlich mal wieder Armin nehmen das nach. Hopp. So, eine Schüssel vergessen. Sellerie. Es ist überhaupt keine Hexerei, so eine Suppe selbst zu machen. Es ist wirklich sehr einfach. Das Einzige, was es wirklich ist, wirklich, das habe ich oft genug wirklich gesagt, ist ein bisschen Schnibbelarbeit. Und wenn die Schnibbelarbeit erledigt ist, dann geht der Rest eigentlich ganz von alleine. Was ich allerdings schon vorbereitet habe, ist eine Hühnerbrühe. Ich mache immer meine Hühnerbrühe selber. Und die habe ich jetzt natürlich schon vorbereitet. Die ist da schon im Topf. Und die habe ich vorbereitet. Ihr könnt anstatt der Hühnerbrühe, da ist jetzt ein bisschen Sand dran, sieht man, ne? Bisschen Sand. Das waschen wir gleich weg. Ja, das wollen wir nicht in der Suppe haben. Die wollen wir nicht in der Suppe haben, den Sand. Manchmal werde ich gefragt, was ich für Messer habe. Das hier ist ein Zwillingsmesser. Das gab es letztens im Angebot um die Hälfte runtergesetzt. Und das ist sehr scharf. Das Zwillingsmesser ist sehr scharf. So, die Kartoffeln nehmen wir für die Bindung. Und jetzt rede ich einfach während dem Kartoffelschälen, damit die Zweifler unter euch, die immer fragen, ob das beschleunigt ist, wenn ich Kartoffeln schäle. Nein, das ist nicht beschleunigt. Ich kann so schnell Kartoffeln schälen. Ich habe auch jahrelange Übung. Denn ich liebe Kartoffeln. Ich liebe natürlich auch Nudeln und Reis mag ich in letzter Zeit auch. Aber Kartoffeln sind so, ich liebe Kartoffeln, da bin ich ein richtiger Schwab. Hey, die Schwabe mögen mehr Spätzle. Da kann ich mit den Kartoffeln nicht so neu. Die mögen, glaube ich, mehr Spätzle. So, ihr seht schon, das geht durch, die Kartoffel durch. Ist unglaublich. Das Messer ist schon der Hammer. Ich würde es euch jetzt gerne an der Zwiebel zeigen, aber nicht an der Zwiebel, obwohl wir machen ja gleich eine Zwiebel, an der Tomate zeigen, weil das ist ja immer das Nonplusultra. Nonplusultra, wie schafft sieht man da überhaupt was? Ja, das sieht man. Meine dicke Finger sieht man.
Da, guck mal da, Schimmel. Schimmel. Das Schimmel. An der Zwiebel, die ist schon verfault. Ja, die kauft man zum Teil so. Also wirklich, der Netto hat, was den, ich nenne es mal grünen Marktbereich angeht, ist der Netto. Da gewinnt er kein Blumentopf. Ja, das ist wirklich. Da gewinnt der Netto kein. Ich mache schnell den Schimmel hier weg. Da gewinnt der Netto kein Blumentopf. Das ist, was da manchmal verfault rumsteht. Also da ist der Netto in Mergentheim wesentlich aufmerksamer. Oder jetzt mal andere Läden, wo so Grünzeug, es gibt es ja überall in jedem Discounter. Da habe ich wesentlich weniger verfaultes Zeug gekauft wie im Netto. Gerade was so Erdbeeren angeht oder so, da im Netto kann man fast keine Erdbeeren kaufen. Also in unserem zumindest, in unserem Netto. Das ist wirklich schlimm, was da angeboten wird. Woran das liegt, vermag ich nicht zu sagen. Vielleicht ist die Temperatur im Laden nicht richtig eingestellt oder ich weiß nicht, es wurde nicht richtig gelagert, es stand zu lange rum. Ja, ich kann es nicht so genau sagen, woran es liegt. So, meine Lieben, genug gelabert. Jetzt ist die Zwiebel dran. Und hier geht's dann eben mal. Ja, Achtung. Die machen wir wegen gröber. Die brauchen wir nicht so fein. Und den Strom tun wir mit rein. Wir sind da nicht zimperlich. So, und hier genauso. Und das ist jetzt schon für die Vorbereitung alles. Ja, mehr muss man für die Vorbereitung nicht tun, bis auf den Brokkoli da noch schneiden. Ich nehme jetzt mal den Topf raus. Jetzt gucke ich mal, wie ich das am besten hier hinkriege. Ich habe das mal gesehen, dass man das auch so machen kann. Jawohl, ey, guck dir das an, das funktioniert ja einwandfrei. Wow, das mache ich nächstes Mal leiser. Ach, das geht ja einwandfrei. Das ist ja krass. Das geht ja einwandfrei. Ja, wie krass ist das? Ey, wie geil, ey. Super. So, jetzt. Meist nicht mal gleich so. Ihr habt euch Kochvideos von mir gewünscht, der ein oder andere. Und Olivenöl. Den lassen wir jetzt mal heiß werden. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um den Brokkoli auch aus dem Netto. Und da müssen wir jetzt mal sehen, was da noch... Ja, unglaublich. Unfassbar. Kann man den noch nehmen? Ja, den kann man noch nehmen, aber grenzwertig. Im Restaurant würde ich den jetzt schon nicht mehr nehmen. Ja, den würde ich jetzt schon... Im Restaurant hätte ich den jetzt weggetan. Aber wir sind ja nicht im Restaurant. Der Strunk... Mal gucken, wie ich das am besten mit dem Strunk mache. Weil der soll eigentlich mit rein. Der ist nämlich genauso verwertbar wie oben die Rose. Oh, da ist noch eine Zwiebel, guck mal. Wo kommt denn die jetzt her? Seht ihr, das ist schon, oh, das fängt schon an zu dampfen. Jetzt, wenn es dampft, kommt es doch rein. So, das lassen wir mal schön ein wenig anrösten. Jetzt kümmern wir uns mal hier um die Röstchen. Wir gucken einfach mal. Den schneiden wir mit. Das kann man schon nehmen. Das auch. Es darf halt nicht verfault sein, es darf nicht schimmeln, aber wenn das ein bisschen... Da, das schneiden wir weg. So. Ja, da
das Brät schon schön anguckt. Das darf ein bisschen Röstaromen kriegen, aber nicht verbrennen lassen. Ja? Das darf Röstaromen kriegen, aber verbrennen soll es natürlich nicht. Ja? So, es wird nachher sowieso alles püriert. Wie gesagt, am Anfang, ich weiß nicht, wie die anderen das Suppe machen. Ich mache sie so. Die Petersilie nicht mit anbraten. Ganz wichtig, die wird bitter. Ja, die Petersilie wird bitter, die wird nicht mit angebraten. So, das löschen wir jetzt ab. Ein bisschen so eine Handbreit. So, jetzt kommt der Brokkoli mit rein. So, jetzt schneiden wir die Petersilie noch. Ich mag Petersilie, ja, ihr könnt die natürlich auch weglassen, aber ich mag den Geschmack von der Petersilie sehr gerne. Jetzt kommt der Rest rein. So, jetzt noch ein bisschen Wasser nachfüllen. Das ist so ein Zentimeter über dem Gemüse liegt. So, genau. Das jetzt kommt der Deckel drauf. Da jetzt kommt der Deckel drauf. Das kocht einmal kräftig auf. Und dann lassen wir das 30 Minuten lang kochen. 30 Minuten. So, meine Lieben, die 30 Minuten sind um. Jetzt hole ich meinen Stab raus. Mein Zauberstab. Ich hole meinen Zauberstab raus. Jetzt wird das püriert. Püriert und dann anschließend, wenn es püriert ist, nochmal durch ein Sieb gelassen. Wie viel ist denn das? Langt das? Nee, das langt nicht. Dazu brauchen wir einen weiteren Topf. Ah, komm mir nicht so nah. Zum Pürieren, machen wir hier erstmal aus, nehmen wir unseren Stab. Halten den einfach so lange da rein, bis man keine Bröckchen mehr sieht. Konsistenz, dass ich, wenn die Konsistenz noch nicht ganz so stimmt, kann man sie noch einkochen lassen, aber ich sehe schon, das hat eine schöne Konsistenz, das wird wunderbar. Jetzt nehmen wir einen neuen Topf, ein Sieb und lassen das einmal durchs Sieb durch, damit die Bröckchen rausgehen. So, ihr seht schon, hier, können wir uns ein bisschen nachhelfen. Schön langsam, dass nichts überläuft. Das drückt es da schön durch. Den Rest auch noch. Muss man vielleicht hochheben. Schauen. Ja. Jetzt schön langsam machen wir uns, verbrühen wir uns. Einwandfrei. So, jetzt kommt natürlich die Stunde der Wahrheit. Wir probieren das gleich mal. Durch die Hühnerbrühe muss das ja schon einen gewissen Geschmack bekommen haben. Achtung.
Ich lasse es noch ein bisschen einkochen. Aber das schmeckt schon sagenhaft. Dann kommt ein kleiner Trick von mir. Ein kleiner Trick? Der eigentlich gar keiner ist. Man muss nur etwas beachten. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen einkochen, so 10 Minuten. Und dann tue ich Frischkäse rein. Nachdem wir den Frischkäse, kein Frischkäsekräuter nehmen, das verfälscht den Geschmack, sondern normalen Frischkäse. Nachdem ihr den reingetan habt, darf es aber nicht mehr aufkochen, sonst löst sich der auf, der haut euch ab, der Frischkäse. Es darf danach nicht mehr kochen. Wenn der Frischkäse drin war, nicht mehr aufkochen lassen, ja? Dann noch ein bisschen salzen. Ihr dürft natürlich auch mit Maggi-Brühe arbeiten, aber wenn ihr keine Hühnerbrühe habt, ja, setzt die Brühe leicht an. Also macht sie nicht so würzig, sonst schmeckt die ganze Schose nicht mehr nach Brokkoli, sondern sie schmeckt halt nach Brühe. Macht eine leichte Brühe, eine ganz leichte, die so ganz leicht und Salz lieber und pfeffert. Versteht ihr? Macht lieber Salz rein. Ja, einen Grundgeschmack braucht man natürlich, dafür braucht man eine Brühe. Ja, das ist einfach so. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen einkochen. Das muss ich gar nicht. Nee, ne? Doch ein bisschen. Ein bisschen darf's. Das war's schon. Das war alles. Und tschüss.